Hallo, liebe Leute von heute. Ich darf euch willkommen heißen zu diesem Vorstellungsvideo zu einem neuen Projekt, was ich beginnen werde. Und zwar handelt es sich genauer gesagt um ein Fanprojekt namens Maniac Mansion Mania. Doch bevor ich mit den Episoden anfange, möchte ich euch natürlich erstmal erklären, was ist Maniac Mansion Mania und wie ist überhaupt Maniac Mansion Mania zustande gekommen und wie dieses Let's Play Projekt genau ablaufen wird. Für den Fall der Fälle, dass ihr euch nicht das Infovideo zum September 2017 angeschaut haben solltet, möchte ich euch nochmal ganz kurz und bündig die Frage beantworten, was überhaupt Maniac Mansion Mania für ein Projekt ist. Bei Maniac Mansion Mania handelt es sich hierbei um eine Ansammlung von kleinen Adventure-Spielen, die im Maniac Mansion bzw. im Day of the Tentacle-Universum spielen und die von Privatpersonen erstellt und frei zum Download zur Verfügung gestellt werden. Dabei erlebt man diverse Abenteuer mit den Figuren aus Maniac Mansion und Day of the Tentacle, wobei die Geschichten unter anderem sehr spannend, sehr lustig, aber auch sehr tragisch sein können. Und wie gesagt, kann man die Maniac Mansion Mania Episoden frei runterladen und so spielen, ohne dafür was zu bezahlen, weil die Originalspiele Maniac Mansion und Day of the Tentacle Eigentum von The Walt Disney Company sind und aus diesem Grund nicht einfach so frei kommerziell betrieben werden dürfen, also die Maniac Mansion Mania Spiele nicht verkauft werden dürfen, weil sonst gibt es natürlich richtig Ärger mit den Eigentümern, weil man natürlich sagt, ey, ihr dürft nicht einfach unser geistiges Eigentum übernehmen und dann einfach so irgendwelche neuen Spiele machen und dann die einfach so verkaufen, das geht schon mal gar nicht. Also deswegen sind die ganzen Spiele, die da zur Verfügung stehen, alle kostenfrei. Die nächste Frage, die ich für euch beantworten möchte, lautet: Wie ist überhaupt Maniac Mansion Mania zustande gekommen? Und um die Frage zu beantworten, möchte ich euch erstmal diesen Mann vorstellen. Das ist, oder vielleicht war, Sascha Borisow, besser bekannt unter dem Namen LucasFern. Sascha Borisow gründete im Jahr 2001 mit anderen Fans von den LucasArts Adventure Spielen die Gruppe LucasFern Games und veröffentlichte mit ihnen zwei Spiele, die auf zwei bekannte Titeln von LucasArts basierten. Das erste Spiel, The New Adventures of Zack McCracken, wurde am 17. März 2002 veröffentlicht und gilt als inoffizielle Fortsetzung von Zack McCracken and the AMI Benders aus dem Jahr 1988. Im Mai 2004 brachten sie das Remake zu Maniac Mansion als Maniac Mansion Deluxe heraus, welches ich übrigens schon mal für euch gespielt habe. Nachdem die Entwicklung von Maniac Mansion Deluxe zu Ende ging, überlegte sich Sascha Borisow, was er jetzt als nächstes in Angriff nehmen würde. Schließlich kam er auf die Idee, ein Projekt ins Leben zu rufen, welches sich nach der Adventure-Serie Reality on the Norm in Kurzform RON orientieren sollte. Die Spiele von Reality on the Norm wurden hauptsächlich mit der kostenfreien Spielengine Adventure Game Studio in Kurzform AGS erstellt, die auch für die meisten Maniac Mansion Mania Episoden verwendet wurde. Auch diese Spiele stehen kostenlos zum Download zur Verfügung. Einige Spiele von RON wurden dabei von bekannten Entwicklern erstellt. Diese wären unter anderem Ben Crusher, besser bekannt auch als Jadzy, britischer Journalist und auch der Erschaffer der Jutsu-Mythos-Reihe, die Spiele beinhaltet wie zum Beispiel Five Days as Stranger oder Seven Days as Skeptic und auch der Rob Blank-Trilogie. Dave Gilbert, der später die Firma Wretched Eye Games gründen sollte und die Blackwell-Reihe veröffentlichte. Francisco González, besser bekannt auch als Grundyslav, der die Ben Jordan-Reihe veröffentlichte und auch das kommerzielle A Golden Rake entwickelte. Unter den beteiligten Entwicklern, die an den Episoden von Reality on the Norm gearbeitet haben, findet sich auch ein deutscher Name wieder. Genauer gesagt der Name Tobias Schmidt, besser bekannt als Fire Orange. Dieser sollte auch für Maniac Mansion Mania einige Episoden beisteuern. Er wurde auch durch die trashige Adventure-Reihe Meteorhead und die Feuersturm-Trilogie bekannt. Jedenfalls wollte Sascha Borisow unbedingt eine deutsche Serie im Stil von Reality on the Norm machen. Nach einigen Überlegungen, die er auch mit Kollegen im Forum von der Webseite vom Adventure-Treff machte, kam er schließlich auf Maniac Mansion Mania. Er erstellte dabei eine eigenständige Webseite für die Serie, er stellte das erste Starter-Pack mitsamt Bernards Haus und seiner Schwester Brittany und entwickelte daraus die erste Episode Geschwisterliebe. Schließlich wurde das Projekt am 7. März 2005 mit der Veröffentlichung des ersten Spieles gestartet. Im Verlauf der Jahre kamen viele weitere Episoden hinzu. Derzeit umfasst die Serie eine Kapazität von insgesamt 95 Episoden. Zudem kamen weitere Hintergründe,
Grafiken, Starter-Packs und weitere Ressourcen hinzu, um den Entwicklern die Arbeit an eigene Episoden erleichtern zu können. Neben den regulären Episoden von Maniac Mansion Mania wurden auch Halloween-Episoden, die One-Room-Serie Maniac Dungeon sowie die Minispielserie Mini Maniac Mansion Mania veröffentlicht. Nachdem Maniac Mansion Mania ins Leben gerufen wurde, wollte die Gruppe Lucasfilm Games an einem weiteren Spiel arbeiten und machten auf ihrer offiziellen Webseite eine Umfrage, welches Spiel sie als nächstes machen sollten. Viele wünschten sich eine Umsetzung des ersten Indiana Jones Filmes Raiders of the Lost Ark. Als Lucasfilm Games mit der Umsetzung beginnen wollte, wurde ihre Webseite nach einiger Zeit plötzlich geschlossen. Es kursiert seitdem das Gerücht, dass Lucasfilm durch das Raiders of the Lost Ark Projekt auf sie aufmerksam wurde und sie mit einer Klage drohte, wenn sie nicht sofort ihre Arbeit an das Spiel einstellen, ihre Aktivitäten beenden und ihre Internetseite schließen würden. Von Sascha Lucasfilm Borisow gibt es seitdem kein richtiges Lebenszeichen mehr. Es gibt diverse Spekulationen über eine Festnahme, dass er gestorben wäre oder einfach nur untergetaucht ist. Am 1. April 2011 veröffentlichte die Redaktion von Adventure Treff einen speziellen Bericht, woran Lucasfilm doch wieder an Spiele arbeiten würde. Die Projekte, die vorgestellt wurden, waren unter anderem die bekannte Arbeit an die Versoftung von Raiders of the Lost Ark, sowie die Arbeit an einem Remake von Maniac Mansion Deluxe, an einem Remake von The New Adventures of Zack McCracken, an einem Remake seiner ersten Maniac Mansion Mania Episode, an weiteren Spielen zu Maniac Mansion Mania, an einem Star Wars Spiel, sowie an einem Prequel von The Secret of Monkey Island, wo man in die Rolle eines lebendigen LeChucks schlüpfen sollte. Doch nach diesem Bericht gab es keine weiteren Informationen über die Spiele, geschweige denn von Sascha Borisow. Ja, so viel zu der Geschichte von Maniac Mansion Mania und auch zu der Geschichte von Sascha Lucasfilm Borisow. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein, wie das Let's Play-Projekt ablaufen wird. Die hochgeladenen Videos zu den Episoden, die ich für euch gespielt habe, werden montags bis freitags vormittags auf meinem Kanal sowie auch auf dem Kanal von Maniac Mansion Mania veröffentlicht. Es kann passieren, dass die Videos zu den einzelnen Episoden sich sehr stark variieren, also sprich, ein Video kann zum Beispiel auch länger als 30 Minuten dauern. Sollte es der Fall sein, dass eine Episode noch viel länger dauern sollte, werde ich ansonsten die Episoden in einzelnen Teilen aufteilen, damit das Ganze nicht zu sehr in die Länge gezogen wird. Was auch der Fall sein wird, ist, dass ich einige Episoden von Maniac Mansion Mania nicht spielen werde bzw. kann, was daran liegt, dass ich im offiziellen Forum von Maniac Mansion Mania eine öffentliche Anfrage gemacht habe bei den Autoren, ob ich deren Spiele überhaupt spielen darf. Und wenn nicht, dann soll sich bitte jemand melden und Bescheid geben, dass ich halt die entsprechenden Spiele, die sie genannt haben, nicht spielen darf. So, und ich hatte schon bereits im Infovideo vom September 2017 schon mal angedeutet, dass sich ein Autor schon gemeldet hat. Mittlerweile hat sich schon der zweite Autor schon gemeldet und ich werde jetzt mal die Spiele bekannt geben, die ich nicht spielen werde. Es sei denn, es könnte sich noch irgendetwas ändern. Es könnte sein, dass die Autoren immer noch sagen könnten, du kannst die Spiele doch jetzt spielen und dann werde ich die Spiele nochmal nachreichen. Die folgenden Spiele, die ich nicht spielen werde, sind unter anderem Episode 55 Hamsters of the Mysterious Man Chapter of Dream von Darth Conan, Episode 80 Spiel des Lebens, Episode 81 Bernard bricht aus, Episode 82 Freundin mit Hindernissen Part 1 und Episode 85 Freundin mit Hindernissen Part 2 von GPJF oder JPJF, falls ich das eben gerade falsch ausgesprochen haben sollte. Bei diesem Let's Play Projekt wird es auch der Fall sein, dass ich erstmal die regulären Maniac Mansion Mania Episoden spielen werde. Bei Halloween natürlich auch die Halloween Episoden, das gehört auch mit dazu, wie ich finde. Aber die Spiele von Maniac Dungeon und von Mini Maniac Mansion Mania werde ich fürs Erste auslassen. Vielleicht werde ich sie irgendwann noch spielen, aber fürs Erste nicht. Eine lustige Sache wäre auch, wenn die Autoren, die noch aktiv sind, selbst als Co-Kommentatoren fungieren könnten. Das heißt also im Klartext, dass ich sie anfragen könnte, hey du hast doch die Episode so und so erstellt,
könntest du doch mal was über dein Spiel erzählen und so weiter. Und die können dann, während ich das Spiel spiele, ein bisschen was über die Entwicklungsgeschichte erzählen, also sprich, wie die Rätsel zustande kamen, wie sie zu der Geschichte kamen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich richtig cool, aber die Autoren können natürlich selbst entscheiden, ob sie nun mitsprechen möchten oder halt nicht. Die Links zu der Seite von Mansion Mania und zu deren YouTube-Kanal findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Und ja, mehr kann ich auch zu diesem Projekt nicht mehr sagen. Es ist schon sehr viel gewesen, was ich zu diesem Projekt gesagt habe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nun denn, ich würde mal sagen, ich beende dieses Video. Ich hoffe, euch hat dieses Vorstellungsvideo gefallen. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mit dabei sein würdet, wenn ich wenn ich diese Serie für euch spielen werde. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.